Neumelden als Kettwiesel. Nach einer Erzählung von Richard Carpenter. 30 Reisigbesen. Komm, wir wollen abfahren. Augenblick. Der Besen hat ein Feuer gefangen. Wieso denn? Weiß ich nicht. Vielleicht sind Funken drauf geflogen. Ist das Feuer aus? Jetzt ja. Gut. Hexenhof Farm? Jawohl. Könnten Sie mir behilflich sein? Ich suche den Eigentümer. Ja. Wo kann ich ihn finden? Hier. Wo? Oh, entschuldigen Sie, das konnte ich nicht wissen. Tut mir leid. Mein Name ist Bennett, George Bennett. Guten Tag, Mr. Bennett. Es tut mir leid, entschuldigen Sie. Kann ich Ihnen helfen, Sergeant? Sehr freundlich, Mr. Bennett. Bestimmt können Sie das. Es handelt sich um einen Fall, den ich unbedingt... Typisches Indiz ist das. Hm? Überzeugen Sie sich selbst. Ja, und? Fällt Ihnen etwas auf? Besondere Merkmale? Jawohl, er ist verbrannt. Sie sagen es, verbrannt. Und zwar vor kurzer Zeit. Ach, der Zauberspruch bringt uns wieder nicht weg, Kühlwalder. Dann muss ich's eben nochmal mit den 5 Besen versuchen. Oh, hast du Schluck auf, mein Herz? Schluck auf, huck auf, hör auf, hör auf. Siehst du, das hat geholfen. Dann musst du eben die Luft anhalten, das hilft auch. Sam. Au, verflixt. Will ganz sicher zu mir. Wieso? Der alte Sergeant Fulton hätte mich nur darauf hingewiesen, aber den da kenne ich noch nicht. Und worauf? Um den Wagen geht es. Er ist noch nicht zugelassen. Er hat sicher gesehen, dass die Prüfplakette fehlt. Musst du Strafe zahlen? Na sicher. Die bezahle ich eben. Nur Mutter darf nichts davon erfahren. Eine ungewohnte Aufgabe für mich. Ich komme aus der Hauptstadt. Nicht so schlimm. Ich werde den Fall sicher lösen. Hm? Sicher. In der vergangenen Woche fing es damit an. Ich war erst 3 Tage im Dienst. Womit fing es an? Reisigbesen. Besen. Jawohl, Mr. Bennett. Gewöhnliche Besen aus Reisig gebunden, gestohlen.
18 im städtischen Forstamt, 4 bis 5 Besen aus Privathäusern und 10 aus Mr. Rangelis Wohnwagen, der Reisigbesen herstellt. Das ist bis heute alles. Glauben Sie nicht, Sergeant, es handelt sich um dumme Streiche? Nein, Sir. Zuerst habe ich das auch geglaubt. Fehlanzeige. Ich habe heute wieder Besen gefunden. 4. Alle haben im Feuer gelegen, Mr. Bennett. Und alle 4 waren zusammengebunden. Naja, ich gebe gern zu, etwas merkwürdig ist merkwürdig? Es. Merkwürdig ist es? Unheilverkündend. Ja? Sehen Sie, Mr. Bennett, im Grunde Ihres Herzens sind doch Landleute alle etwas einfältig. Finden Sie? Ja, der äußere Schein ist doch recht dünn. Und was hat das hiermit zu tun? Der Aberglaube stirbt nicht aus. Die Leute glauben an Zauberwesen. Zauberwesen? Schwarze Magie. Ach, sei doch nicht so nervös, Sam. Er ist sicher wegen was anderem gekommen. Und was könnte das sein? Keine Ahnung. Es handelt sich ganz sicher um mich. Seit wann leidest du in der Verfolgungswahn? Tja. Wem gehört eigentlich dieser Wagen? Sam. Der den Besen verbrannt hat? Ganz recht. Das Netz zieht sich zusammen. Wie bitte? Dieser Wagen hat da gestanden, wo die 4 Besen gefunden worden sind. Du, Sam. Hm? Jetzt fährt er weg. War ja auch Zeit. Ja. Daddy kommt. Ja. Sam, bist du da drinnen? Ja, Mr. Bennett. Na? Geht's voran? Natürlich, Boss. Nicht, Harold? Ja. Daddy, was wollte der Polizist? Das ist schwer zu erklären. Er wollte... Harold, würdest du die leeren Kisten in die Scheune bringen? Ja, Daddy. Der Polizeibeamte wollte mit dir sprechen, Sam. Das hatte ich geahnt. Hm? Was? Dass ich geschnappt werde, war vorauszusehen. Du leugnest also nicht? Man würde es mir sofort nachweisen. Das ist doch... Ich bin fassungslos. Ich hätte nie geglaubt, dass solche Dinge noch vorkommen, besonders in unserer Gegend. Ach, Tausende tun so etwas und werden nicht erwischt. Das kann ich mir bei einem so vernünftigen Menschen überhaupt nicht vorstellen. Bestimmt nicht. Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Mr. Bennett. Erschießen werden Sie mich nicht. Er verlangt, dass du sofort zum Revier kommst. Also hör hiermit auf und zieh los. Mhm. Okay. Danke. Was ist denn, Daddy? Sam ist in Schwierigkeiten, Harold. In großen Schwierigkeiten. Das scheint ihm nicht bewusst zu sein. Wegen des Wagens? Deswegen nicht. Es geht dabei um den Diebstahl etlicher Reisigbesen. Ja? Ja, und Sergeant Bottle ist der Auffassung, das wäre ein Fall von Hexenwahn. Von Hexenwahn? Der Sergeant verdächtigt Sam. Auf, verflixt! Bis hin. Keine Unüberlegtheiten. Komm zurück! Kommt zu mir, ihr Geister der Luft. Hebt mich empor. Tragt mich hinauf. Schnell, ihr Geister, kommt. Schafft mich in die Vergangenheit. Liebe Freunde, kommt. Ihr ungehorsamen Teufel, ihr plagt mich nur. Ihr Teufel, wollt ihr nicht kommen? Sie kommen einfach nicht her. Und Reisigbesen gibt es kaum noch. Auf 5 Besen will ich jetzt fliegen. Empor zum Firmament will ich mich jetzt schwingen. Ja. Okay.
Lass durchs Feuer empor dich schwingen. Salmei, Salmei. Was ist denn das nun wieder für ein Unsinn? Ach, weg mit dir, du Laus, du Ratte, du Frettchen! Gar nichts klappt. Sie werden ja gefährlich. Richtig lebensgefährlich. Also Sie haben die Besen gestohlen. Sie sind schuld, dass die Polizei hinter Sam hier ist. Oder wollen Sie das bestreiten? Tim, Tim,